ragt das Nordkap aus dem Polarmeer empor. Einst glaubte man, dies sei das Ende der Welt. Erfüllt mit einer unerklärlichen Sehnsucht, richteten die Menschen den Blick aufs Meer. Auch heute noch übt dieser Ort eine magische Anziehungskraft aus. Wir landen mit der Atania an der Pier von Honningsfark, dem Hauptort der Insel Magaroy. Das Städtchen hat vor einigen Jahren die Gemeinde Hammerfest als die nördlichste Stadt der Welt abgelöst. Von hier aus starten wir unseren Ausflug zum Kap. Vor vielen Jahren hat sich hier ein Volk angesiedelt, von dem man nicht weiß, wann genau sie herkamen und wer sie wirklich sind. Selbst bezeichnen sie sich als Samen. Der umgangssprachliche Begriff der Lappen ist für sie eher ein Schimpfwort. Freundlich begrüßt uns der lächelnde Nils mit seinem Rentier. Wir sind angekommen und stehen 307 Meter über dem Meeresspiegel. Das Denkmal Kinder der Welt besteht aus 7 kreisförmigen Reliefs, die von 7 Kindern aus aller Welt als Darstellung der Hoffnung, Freude und Freundschaft geschaffen wurden. Bildhauerin Eva Riebacken kreierte die Skulptur von Mutter und Kind. Der englische Seefahrer Richard Chancellor umsegelte die schroffen Klippen im Jahre 1553 und gab dem Kap den Namen. Weil viele nun glaubten, noch weiter nördlich gäbe es keine Zivilisation, kam eine Fahrt zum Nordkap einer Pilgerreise gleich.